Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute machen wir Chili con Carne und wie immer werde ich euch am Anfang die Zutaten vorstellen, die wir benötigen und im Anschluss daran kommt dann die Zubereitung. Also fangen wir gleich mal an mit den Zutaten. Was wir benötigen ist einmal 500 Gramm Hackfleisch. Ich empfehle euch, nehmt Putenhackfleisch oder Rinderhackfleisch. Und was ich euch auch noch empfehle ist, macht euer Hackfleisch am besten selber, wenn möglich. Ich habe hier jetzt mein Hackfleisch aus Putensteaks gemacht. Und das hat also meiner Meinung nach erstens den Vorteil, ich weiß, welches Fleisch verwendet wurde, ja. Und zum anderen, dadurch, dass ich mein Fleisch selber aussuche, kann ich auch quasi den Fettgehalt bestimmen. Und ich habe jetzt hier eben sehr magere Steaks genommen und habe jetzt pro 100 Gramm ungefähr so 2 bis 3 Gramm Fett da drin. Und wenn ihr das vergleicht mit dem Hackfleisch, das ihr im Laden kauft, da habt ihr meistens so 15 bis sogar 30 Gramm Fett auf 100 Gramm und ja, also da kommt er so meiner Meinung nach viel besser damit weg. Und ja, das zum Hackfleisch. Dann benötigen wir noch zwei Karotten und eine Zwiebel. Ich habe die jetzt schon klein geschnitten und in eine Schüssel gegeben, genau. Dann benötigen wir noch eine rote und eine gelbe Paprika, habe ich auch schon klein geschnitten. Und dann noch zu den Konserven einmal Kidneybohnen und einmal Mais. Dann noch 500 Gramm passierte Tomaten. Etwas Tomatenmark. Natürlich in Chili con Carne auch etwas Chili. Eigentlich nehme ich immer frische Chili dazu, habe ich jetzt gerade leider nicht da. Deswegen ja, getrocknete Chiliflocken eben. Und ja, was ich euch nur empfehlen kann, was für Chili con Carne benutzt Kreuzkümmel als Gewürz, ungefähr so ein Teelöffel. Meiner Meinung nach bringt das nochmal einen richtigen Pep in die ganze Sache und schmeckt wirklich sehr gut, kann ich nur empfehlen und probiert es am besten aus. Genau, und das war's auch schon zu den Zutaten und wir werden uns dann gleich bei der Zubereitung wiedersehen. Ja, als erstes geben wir nun ungefähr einen Esslöffel Olivenöl in einen größeren Topf und schalten den Herd auf eine höhere Stufe und warten dann, bis das Olivenöl heiß geworden ist. Sobald das Olivenöl dann heiß genug ist, könnt ihr das Hackfleisch hinzugeben und bratet dieses scharf an. Nachdem ihr das Hackfleisch dann eine Weile angebraten habt, könnt ihr nun im nächsten Schritt das Gemisch aus den zwei Karotten und der Zwiebel hinzugeben und bratet dies so lange an, bis die Zwiebeln glasig sind. So, nun geben wir etwa einen Esslöffel Tomatenmark hinzu, vermischen das Ganze und lassen das Gemisch dann so etwa 1 bis 2 Minuten nochmal etwas köcheln bzw. braten es an und können den Herd dann aber schon mal auf mittlere Temperatur runterfahren. Ja, zu guter Letzt geben wir nun die noch übrigen Zutaten alle nach und nach hinzu und lassen das Ganze dann für ja, circa eine Stunde nochmal so vor sich hin köcheln. Ja, die Hitze könnt ihr auf mittlere Temperatur lassen, beziehungsweise ihr könnt sogar noch auf schwache Hitze runterfahren und wie gesagt dann ungefähr eine Stunde lang köcheln lassen und einfach ab und zu mal umrühren, damit nichts anbrennt. Und ja, dann könnt ihr es im Prinzip eigentlich schon im Anschluss verzehren. Oder ihr lasst es noch eine Weile ziehen
Und ja, wie es fertig aussieht, werde ich euch dann im nächsten Schnitt zeigen. So Leute, also das Chili ist jetzt fertig und wie gestern schon gesagt, ich habe es dann im Anschluss an das Video nochmal so für eine knappe Stunde lang köcheln lassen und habe dann auch noch die anderen Gewürze wie Salz und Pfeffer hinzugefügt, damit sich das alles nochmal vermischt und damit es eben über die Nacht nochmal dann schön ziehen kann, habe es dann eben im Kühlschrank über die Nacht gelagert und gerade dann aufgewärmt. Und ja, ich habe mir jetzt hier als Beilage noch ein bisschen Reis dazu gemacht, dass ich noch ein paar Kohlenhydrate habe. Kann man machen, muss man aber nicht. Ja, wer noch eine Beilage dazu haben will, finde ich Reis ist sehr gut geeignet. Alternativ gehen auch noch Nudeln oder auch ein Stück Brot. Und ja, das war's zum Rezept. Ich hoffe, euch schmeckt's und ich lasse es mir jetzt schmecken. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.